Huch. Stockt ein bisschen. Ja, hau raus das Eisenerz hier. Vielleicht können wir aus dem Eisenerz noch irgendwie was Nützliches, ein Werkzeug craften oder so. Meistens ist es bei diesen Spielen ja so, dass Eisenerz sehr nützlich ist. Gehen wir hier mal wieder ins Licht. Vielleicht schreckt es auch die Tiere ein bisschen ab. Jo. Ja, man könnte jetzt natürlich auch ganz stumpf und schlicht hier versuchen, das mal drunter zu packen. Was habe ich da jetzt gemacht? Habe ich da jetzt einen Erdball gepflanzt? Weil das war das, was ich wollte. Hm. Ja, mehr schlecht als recht. Aber besser als vorher. Das Witzige ist, es passt sich hier den Gegebenheiten an. Also wenn ich das hier so unten drunter schiebe, dann passt das auch dazu. Ja, jetzt die Pille hier, die verschiebt sich. Ja, das war klar, dass wir die jetzt zum Erlöschen bringen. Ach ja, mit mir ist auch kein Weltraumausflug zu unternehmen. Ich möchte nochmal gucken, was ich hier bauen kann. Kontrollpanel, Bombmaker. Ja, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Wir können natürlich hier ein Amboss machen. Amboss wäre dann der erste Schritt, um nachher hier wahrscheinlich die Hölzer auch zu bekommen. Jetzt müssen wir allerdings nochmal wieder klein anfangen. Jetzt müssen wir nochmal mit den 1000 Steinen anfangen. Das ist natürlich bitter. Aber wir haben schon viel dazugelernt. Jetzt habe ich auch das Behältnis zerstört. Ach, das ist natürlich sehr tragisch. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch Stein. Ja. Deswegen auch mal die Anzeige. Das soll Stein sein. Sammeln wir überhaupt noch Stein? Ja. 1000 Steine sollen wir abbauen. Oder haben. Das ist ganz schön viel. Dadurch, dass wir uns jetzt aber besser auskennen, sind wir auch ein ganzes Stück schneller als vorhin. Also eigentlich geht es. Wir sind jetzt schon bei 400. Dann kriegen wir auch die 1000 voll. Können ja auch mal hier ein bisschen in die Tiefe wieder gehen. Und mit Maus gedrückt halten ist es auch sehr einfach dann abzubauen. Vorhin war es deutlich schwerer. Ja, 500 haben wir schon voll. Wenn ihr es mit mir zusammen so lange aushaltet, dann halte ich es auch aus hier, das zusammenzusammeln. Wir brauchen mehr Stein. Noch mehr Stein und noch mehr Stein. Werden wir schon wieder angegriffen? Oder sind wir gerade nur runtergefallen? Ich habe nämlich keine Lust mehr angegriffen zu werden. Und der nächste, der mich angreift, kriegt hier eine richtig dicke Ladung. Da gibt es eine richtige Packung. Voll auf die 12. Weil wir sind vorhin oft genug wegen so einem Scheiß gestorben. Und wir haben da jetzt keine Zeit für. Wir wollen ein Raumschiff bauen. Ich weiß übrigens noch gar nicht, wozu wir dieses Raumschiff dann überhaupt benötigen. Das wird sich dann ja zeigen. So. Und da kriegen wir die 1000 nicht voll, weil wir die 1000 nicht voll kriegen. Genial. Dann schmeißen wir jetzt hier das nochmal weg, wenn das geht. Oder wir verbauen das. Vielleicht können wir auch... Das war ja hier dieser Grasbüschel. Wo ist mein Gebäude? Hier drüben? Ja. Ich pflanze das hier nochmal an. Das ist ja dieser Erdwall. Also das Gras brauchen wir jetzt im Moment wirklich nicht. Und das geht auch sehr schnell weg. 22, 14, 6. Und, komm schon, ein noch. Ja, den kriegst du jetzt nicht hin. Wieso kriegst du den jetzt nicht hin? Komm, einen noch. Den einen, den sollst du jetzt hier noch anbauen. Jetzt kriege ich diesen einen nicht weg. Ja komm, dann machen wir nochmal alles hell. Ich habe zwar die Befürchtung, wir hätten die Dinger später noch gebraucht, aber egal. Hier einen hin. Hier einen hin. Hier einen hin. Sehen wir auch schon mal deutlich mehr. Das hätte ich mal gleich machen sollen. Jetzt haben wir das auch leer. Jetzt baue ich nochmal Stein ab. Zack, 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 1000 voll. Wieder zurück zur Bude.
durch unseren genialen Erdwall. Und hier an... Ah, es ist ein bisschen schwer geworden, hier reinzukommen durch den Erdwall. Ich hoffe, dass wir hier nicht irgendwo mal stecken bleiben, weil das ist ja auch so ein beliebter Alpha-Early-Access-Bug, dass man irgendwo drin haften bleibt. Aber ich muss sagen, also insgesamt technisch ist das Spiel schon sehr stabil. Bis dann keine Crashes, nichts passiert. Ah, toll. Der passt ja nicht so richtig hier rein. Ach, ja, ich glaube, der muss doch außerhalb hin. Ach Mann, wieso habe ich den denn dann vorhin abgebaut? Was? Zum... Wir sind gerade wieder hier reingeraten. In die Grassception. Ich wäre auch gerade fast in die Schlangengrube gefallen. Und diesmal nicht auf die Pille. Ja. Und jetzt können wir doch hier das Ganze schon mal reinknastern. Wir kriegen jetzt immer genau die Hälfte. Das heißt, wir müssen noch weitaus mehr Stahl oder Eisenerz abbauen gehen. Genau, das werden wir jetzt tun. Hier hatten wir schon mal so eine gute Quelle. Den greifen wir mal an. Weil der ist eigentlich auch wieder eine Gefahr für uns. Hat der was abgeworfen? Nein, leider nicht. Ich hoffe nur, dass ich jetzt seine Jungs nicht heiß gemacht habe auf uns. Ja, mit Lampe oder Licht ist es hier deutlich besser, das Eisen abzubauen. Das geht schon mal sehr viel schneller, sehr viel besser. Ich sehe viel mehr, aber diese Flares laufen auch... Oh, noch halten sie, also nutzen wir es aus. Nicht lang schnacken, Spitzhacken. Werd ich schon wieder angegriffen? Oder ist da was auf mich draufgefallen? Wie dem auch sei. Hier wieder durch. Hier wieder rein. Und der Ofen, der brütet hier wie ein Irrer. Ist das genial. Schön. Schönes Ding. 400 haben wir schon. Und schmeißen. Achso, nee. Das, ja, gut. Ich sehe meinen Fehler schon. Wir müssen noch weitaus mehr Erze abbauen. Was ja aber auch nicht schlimm ist, denn es macht Spaß. Ah, da kommt die patriotische Heldenmusik. Der Held des Films hält die Flagge aufrecht und marschiert in die Arena ein, um dort gegen eine Horde Roboter und Untoter zu kämpfen. Ach, ich fühle mich so beschwingt. Voller Energie. Voller Elan. Ich will mein Raumschiff bauen und ich werde diesen Felsen notfalls mit dem kleinen C zertrümmern. Hau alles raus, was keine Miete zahlt. Okay, ich verliere langsam ein bisschen den Überblick, was ich abgebaut habe. Und was nicht. Who cares? Es ist egal. Jawohlsen. So sieht Eisenabbau aus. So habe ich es schon früher gemacht. Da haben wir mit der blanken Hand noch das Eisen aus der Wand geschnitzt. Und dann gehen wir wieder zum Ofen zurück. Das sind natürlich alles wahre Geschichten. Ja. Das kann hier noch wieder mit rein. Dann haben wir jetzt hier 1000 Eisenerze. Und wir haben schon 160 davon. Also wir müssen... Wir können schon mal Neues holen, aber den müssen wir natürlich auch ein bisschen brutzeln lassen. Wir müssen ihm seine Chance lassen. Aber wir haben Glück, denn dieser Berg hier ist ein Quell von Eisenerzen direkt vor unserer Tür. Das heißt, unser Amboss ist uns schon sicher. Aber wir müssen danach noch viel mehr abbauen, denn wir wollen ja mehr als nur einen blöden Amboss. Aber der Amboss erlaubt es uns vielleicht dann schon mal, ganz primitive Waffen anzulegen. Nichts Tolles. Einfach, dass man sich ein bisschen verteidigen kann. Wobei, ich muss auch sagen, gegen diese Tiere hier sieht es sehr gut aus. Aber wenn ich der Beschreibung glauben darf, kommen wir später auch noch auf andere Planeten. Und ich glaube, dass die uns nicht alle ganz so freundlich gesinnt sind. Und wir haben ja vorhin schon mal einen Vorgeschmack bekommen von dem, wie schnell es gehen kann, hier einfach tot umzukippen. Einmal kurz nicht geguckt, schon war es. Es ist natürlich schon ein Traum hier. Ich frage mich natürlich jetzt auch gerade, ist die Wahl dieser Flachwelt, dass diese Welt eine Flachwelt ist, vielleicht auch dazu beitragen, dass hier immer wieder dieser grüne Balken durchrennt, dass wir irgendwie mit einer anderen Flachwelt kollidieren oder so. Das sollten wir uns dann auf jeden Fall aus unserem Raumschiff mal angucken. Upsala, was ist hier passiert?
So, jetzt haben wir auch schon jede Menge Eisenerz und wir fliegen ein bisschen. Schön, sehr schön. Wir haben bald unseren Amboss zusammen. Das schmeißen wir wieder on top. Reverse. Was heißt eigentlich Reverse? Können wir aus dem hier wieder das da machen? Das könnte durchaus sein. Upsala. Das tut mir leid. Ja. Hier hätten wir Gold reinschmeißen können, aber irgendwie können wir das Gold ja noch nicht mitnehmen. Das ist unsere Sonne hier. Sieht ein bisschen aus wie die Sonne von Mass Effect, vor der der Unbekannte immer steht. Dann gucke ich hier nochmal ins Baumenü. Was der kostet? 300. Ach, den haben wir ja schon längst zusammen. Ich dachte, wir müssten noch viel mehr sammeln. So viele Dinge, da ist es manchmal schwer, den Überblick zu bewahren, finde ich. Ja, es ist natürlich keine Schönheit. Wir bauen einen Amboss. Vertical. Weld. Ist ja sowas wie verschweißen. Egal. Bauen einen Amboss und gut. Zack. Randa. Was können wir machen? Eine Quality Pickaxe. Das ist sehr cool. Uran. Uran? Okay. Master Pickaxe. Stahl und Graphen. Boah, Leute. Pipelines. Wir können Stahl biegen, um Wasser zu bekommen. Oder eine Pipe. Wir können Wasser transportieren. Das ist ja der absolute Knaller. Ja, dann packen wir doch da mal ein bisschen Stahl rein. Können wir den Stack hier teilen? Wie kriege ich hier nur einen Teil des Stacks? Oh, das war ein bisschen viel. Ah, gut, wir müssen anscheinend abwarten. Jetzt kommt euer Meister-Rohrverleger. Ich hoffe, dass er jetzt nicht hier den 134er Stack zu Pipes verarbeitet. Ja, wie viel Pipes machen wir? Ich würde sagen so 16. Das ist schon sehr cool. Das ist auch etwas, was Minecraft, und ich habe das böse Wort schon wieder gesagt, ein bisschen gefehlt hat. Solche Mechanismen, also Röhren, Transporte, Fahrstühle, das sind alles so Dinger, die ich ein bisschen vermisst habe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Spitzenspiel, also ihr braucht mich da nicht zu flamen. Und hier hat man bei diesem Spiel einen besseren oder nicht besseren, aber einen anderen Ansatz gewählt. Also man hat hier aus der Erfahrung gelernt. So, das soll es dann auch gewesen sein. Ja, nicht ganz zu Ende gegangen, der Prozess. Jetzt werden wir mal den Super Mario hier spielen und einfach mal ein Rohr verlegen. Ja? Da brauchen wir kein Wochenende, da brauchen wir kein BMW oder ein Benz. Wir verlegen einfach so ein Rohr. Boah. Ist natürlich jetzt für ein Rohr eher fragwürdig, ob das hier bergauf geht. Zack. Wir haben unseren Kulturwert dadurch auch wieder ein bisschen erhöht. Okay, das ist jetzt noch nicht ganz das, was ich mir... Ach, ich hätte das hier anschließen müssen. Sehr cool. Ja, jetzt muss der natürlich auch ein Stück höher kommen. Ja, dann machen wir mal so weiter. Das war's. Das waren unsere Röhren. Was können wir machen? Können wir dich irgendwie aktivieren? Aber du bist ja hier auch noch gar nicht am Wasser. Vielleicht nehmen wir einfach mal das hier hinten weg. Witzig wäre natürlich auch, wenn das so als Kanalisation dient, dass hier unsere Reste einfach in das Gewässer geleitet werden. Tja, musst du vielleicht Kontakt mit Wasser haben? Ich habe nur die Befürchtung, das reicht noch nicht. Eher schlecht als recht, sagt man, ne? Also, das hat noch nicht so viel gebracht, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass man diese Röhren hier bauen kann. Und diese Grube hier. Die müssen wir mal dicht machen, Leute. Das ist nicht gut. Jedes Mal laufen wir Gefahr, hier reinzufallen. Ich kann aber auch nicht so richtig... Ja, hiermit kann ich es dicht machen, mit Gras. Ach, das ist ein... Ist auch kein Gras, das ist wieder ein Baum. Sollten wir sowieso mal anpflanzen. Denn wir werden das noch bitter nötig haben. Hä, wieso? Okay, das mag er nicht.
Scheint muss er irgendwie... Ne, das kann er nicht leiden. Also der lässt sich hier nicht einfach so anpflanzen. Die hingegen schon. Hier sind immer noch die Pillen, aber die leuchten nur noch schwach. Es ist ja zum Glück auch Tag. Wie machen wir weiter? Was können wir bauen? Ein Bombenmacher, ja, aber wir bräuchten wieder Holz. Wie kommen wir an gesägtes Holz? Das ist eigentlich fast immer noch meine Hauptsorge. Es muss möglich sein, gesägtes Holz zu erstellen. Tja, damit kommen wir nicht weiter. Was haben wir noch? Wir hatten das hier, hatten aber nicht genug Geld. Dann bleibt nur noch der Teil vom Haus. Das sind Fertighäuser. Einfach fertiges Haus. Wie zersägen wir das Holz? Ist das vielleicht so, dass wir hier das Holz wieder kombinieren müssen? Dass wir also hier ein Holz hinstellen? Upsala. Es muss doch irgendwie zerlegbar sein. Dass wir jetzt hieraus Holzscheiben machen? Nein, es hat nicht geklappt. Müssen wir vielleicht ein Stahl hier hinlegen und hier das Holz draufpacken und das dann choppen? Zumindest haben wir jetzt viereckiges Holz bekommen. Ich kann sogar eine ganze Fläche bauen. Das ist natürlich auch richtig gut. Hier, ich mach das mal. Eine richtig schöne Stahlwand. Wie man sie sich vorstellt, ne? IKEA. Billy the Iron. Die ultimative Stahlwand für zu Hause. Will doch jeder haben. Und ich bin neugierig. Ich möchte so viel auf einmal probieren bei diesem Spiel. Es ist immens. Aber ich möchte mich hier mal eingraben. Mit der Schaufel. Wir haben auch die Schaufel noch nicht benutzt. Wir können uns ja hier mal richtig in den Felsen reingraben. Mal gucken, was passiert. Welche Dinge da unten warten. Ob es hier Höhlen gibt. Jetzt sind wir auf Stein gestoßen. Da kommen wir natürlich mit der Spitzhacke weitaus schneller voran. Und es muss natürlich so sein, dass wir hier nachher rauskommen. Ich habe natürlich auch Angst, dass uns dieses Konstrukt hier einfach über uns zusammenfällt. So, mal eben einsammeln hier den Kram. Kommen wir gar nicht so richtig ran. Es ist noch ein bisschen niedrig. So, ich hoffe, ich konnte euch für diese erste Episode von diesem Spiel schon mal begeistern. Ich glaube, es wäre gut, hier den Kaninchenbau von Alice zu verlassen und eine kurze Pause einzulegen. Und wir sehen uns dann hier wieder und klären, was liegt da unten. Wie kommen wir an Holz? Also an Holzscheiben, Holzscheite. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und ich werde erstmal einen kräftigen Zug hier aus dem Schlot nehmen in der Zwischenzeit. Erstmal mich kräftig bedienen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!